Wir müssen erstmal die Medien verstehen. Heutzutage, das ist ein Zeitalter der Medien. Die Medien, ist jedem bekannt, haben einen großen Einfluss auf die Menschen. Und es gibt verschiedene Medien. Es gibt elektronische Medien und nicht elektronische Medien. Nicht elektronische Medien sind beispielsweise Zeitungen, Magazine und so weiter. Elektronische Medien sind beispielsweise Radio, Fernseher und so weiter. Und es ist festgestellt worden, dass die elektronischen Medien einen größeren Einfluss auf den Menschen, auf das Denken des Menschen haben, als die nicht elektronischen Medien. Unter den nicht elektronischen Medien, die visuell und also zum Beispiel Fernseher und so weiter, oder sagen wir vielmehr, unter den elektronischen Medien, die mit über Audioeinflüsse den Menschen die Botschaft rübergeben, wie zum Beispiel das Radio oder Bilder, Fernsehen, ist festgestellt worden, dass Bilder mehr Einfluss haben als das, was man hört. Und es ist bewiesen worden, dass das, was man hört und sieht, am meisten Einfluss hat. Von daher, das Bild und die Sprache hat einen riesengroßen Einfluss auf den Menschen. Warum hat das Hören oder das Hören mehr Einfluss als das, was man liest, weil man mit seiner Stimme viel machen kann, weil man viel hört, weil man Emotionen heraushört, die sich übertragen auf den Gegenüberliegenden. Und dann gibt es noch periodische Medien und nicht periodische Medien. Periodische Medien sind Medien, die in einem regelmäßigen Abstand kommen, wie zum Beispiel die Nachrichten im Fernsehen, die kommen in einem regelmäßigen Abstand. Nicht periodische Medien dagegen wären beispielsweise ein Kinofilm. Auf die Meinung des Menschen haben periodische Medien einen größeren Einfluss als nicht periodische. Auch wenn der Kinofilm jetzt vielleicht von Millionen Menschen gesehen wird, aber den guckt er sich einmal an. Der hat nicht so viel Einfluss wie eine tägliche Information. Dann haben wir überlegt, was ist die wichtigste Botschaft und die erste Botschaft des Islam? Die erste Botschaft ist La ilaha illallah. Es gibt keinen, der das Recht hat, angebetet zu werden. Es gibt keinen wahren Gott außer Allah. Das ist das Kalima Tawhid, das Wort des Tawhid, der Einzigkeit, die Einzigkeit bezeugen des allmächtigen Gottes. Und was wir wollen ist, wir wollen, dass die Menschen diese Botschaft richtig mit sich tragen. Und deswegen werden wir versuchen, inshallah, jeden Tag in diesem neuen Sonnenjahr eine kurze Botschaft auf Video rüberzubringen, um den Menschen die Botschaft des Islam richtig beizubringen. Welches Buch haben wir da erwähnt? Natürlich könnte man den Koran erwähnen, aber ganz ehrlich gesagt traue ich mir das nicht ganz zu. Und wir wollen über Tauhid speziell reden. Und der Koran besteht aus drei großen Themen: Tauhid, Qissas und Ahkam. Qissas sind Geschichten und Ahkam sind halt bestimmte Regeln. Das sind die drei großen Themen des Korans. Wir wollen gerade diese Verse herauspicken, die über Tauhid reden, denn der Tauhid ist der Anfang von allem. Und gleichzeitig wollen wir Hadithe bringen, die über Tauhid sprechen, damit wir dieses Thema auch richtig verstehen. Jeden Tag etwas, inshallah, bis wir mit einem anderen Thema anfangen. Und das wird dann vielleicht nur 10 bis 30 Minuten sein. Vielleicht wird nur der Hadith erwähnt, vielleicht wird nur der Ayat, der Vers aus dem Koran erwähnt. Aber das ist eine sehr wichtige Sache, denn wenn wir dieses Programm verfolgen, dann werden wir inshallah Tauhid richtig verinnerlichen. Und der Prophet Muhammad sallallahu sagt: Man shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah صدقا من قلبه حرم الله على النار. Wer wahrhaftig von seinem Herzen bezeugt, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah, und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, Allah macht das Höllenfeuer haram, verboten für ihn. Deswegen wollen wir diese Botschaft verinnerlichen. Und deswegen werden wir inshallah anfangen, jeden Tag Ayats, inshallah, Ayats, Verse und Hadithe über dieses Thema zu erwähnen. Zur selben Zeit haben wir gemerkt, dass viele Menschen in die Irre gehen, nicht dem richtigen Islam folgen,
weil sie kein Wissen haben von der arabischen Sprache. Und natürlich ist es nicht für jeden Menschen leicht, die arabische Sprache zu lernen. Insbesondere, wenn man keinen Lehrer hat. Insbesondere, wenn man keine richtige Motivation hat. Und insbesondere, wenn man nicht jeden Tag sozusagen motiviert wird. Denn der Scheitan kommt und sagt, ach komm, morgen, 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 morgen. Und dann ist plötzlich ein Monat vergangen. Deswegen wollen wir zur selben Zeit bei diesen Durus, bei diesen Unterrichten über Tauhid, wollen wir Arabisch beibringen. Und deswegen sagt all euren Brüdern, all euren Schwestern Bescheid, dass sie teilnehmen an diesem Unterricht. Denn wir müssen eins verstehen. Die arabische Sprache oder allgemein eine Sprache besteht sozusagen, oder um sie zu beherrschen, muss man die Grammatik lernen und man muss Vokabeln lernen. Natürlich, das ist jetzt kein reiner Arabischunterricht, sondern was ich machen will, ist, ich möchte bei jedem Unterricht mehrere Vokabeln beibringen. Und wir werden die dann in deutscher Umschrift aufschreiben und die deutsche Bedeutung geben. Mehrere Vokabeln, bis zu 5. Wenn wir inshallah jeden Tag 5 Vokabeln lernen, ja, dann haben wir schon nach einem Jahr mehr als 1500 Vokabeln. Und man sagt, um eine Sprache richtig zu beherrschen, braucht man ungefähr 2000 Vokabeln. Das heißt, wenn man wirklich kontinuierlich mitmacht und jeden Tag 5 neue Vokabeln dazulernt, da kann man wirklich sehr gut davon profitieren. Zur selben Zeit gebe ich euch den Ratschlag, zum Beispiel zur Volkshochschule zu gehen, dort einen Arabischkurs zu machen. Wir werden auch auf einige, später, wenn wir etwas fortgeschritten sind, auf einige grammatikalische Regeln eingehen. Wir werden auch jemanden bringen, inshallah. Aber das ist jetzt außerhalb von dieser Unterrichtsreihe, die ich durchführe, oder von meinen Unterrichten, der beibringt über Internet, über unsere Seite, wie man Arabisch liest und schreibt. Und man kann wirklich, wenn man dies kontinuierlich verfolgt, man guckt sich jeden Tag den Unterricht an und lernt diese Vokabeln auswendig. Das heißt, man hat wirklich nach einer bestimmten Zeit, nach einem Jahr, die Fähigkeit, selber Dinge zu verstehen. Weil wir haben gesehen, beispielsweise bei der Diskussion jetzt mit den Ahbesh, dass viele einfach in die Irre gehen, weil ihre Gelehrten ihnen irgendeinen vom Pferd erzählen, ja, und sie folgen ihnen blind. Und wenn sie zu den Büchern zurückgehen würden, wie zum Beispiel Ihya Ulumuddin und so weiter, würden sie sehen, dass dort ganz klar drinsteht, dass zum Beispiel Ahmed ibn Hanbal eine andere Akida hatte, als die Akida der Ahbesh beispielsweise, als banales Beispiel jetzt. Das heißt, mit rudimentärem Wissen von der arabischen Sprache kann man sehr viel erreichen. Und das wollen wir praktizieren. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, uns Ikhlas in dieser Sache zu geben, Aufrichtigkeit, damit es am jüngsten Tag in unserer Waagschale liegt. Und sagt all euren Geschwistern Bescheid und kommt auf unsere Seite Einladung zum Paradies, damit wir dies praktizieren können. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der diese Unterrichtsreihe mitmacht. Und das kann man natürlich dann auch wiederholen. Damit wir wirklich nach einem Jahr Leute sind, damit wir vielleicht hundert oder tausende Menschen haben, die ein gewisses Wissen von der arabischen Sprache haben und vor allen Dingen auch diese Ayats von Tauhid verstanden und verinnerlicht haben. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, viele Leute sagen, ja, mashallah, guck mal, wie viele Leute Muslim geworden sind durch dich. Erstmal, das ist nicht richtig, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der die Menschen recht leitet. Und wir sind ein Werkzeug. Aber es ist bei mir immer so, dass wenn ich sehe, dass jemand zum Islam übergetreten ist, dass ich mir dann in der zweiten Sekunde Sorgen mache, was wird mit diesen Menschen in Zukunft sein? Und so können wir, liebe Brüder und Schwestern, zusammenhalten. Wir sind eine Einheit und wir sehen uns jeden Tag. Auch wenn ich euch nicht sehe, ihr seht mich. Und wir sind eine Einheit und unsere Herzen sind verbunden. Und ihr hört meine Worte. Und inshallah, macht Dua für mich, dass Allah diese Taten akzeptiert. Und ich würde mir wirklich wünschen, wenn wir in einigen Jahren hunderte Leute, tausende Leute in Deutschland haben, die in ihren Moscheen sitzen und den Menschen Tauhid beibringen können. Holt euch ein Heft, schreibt diese Hadithe auf und glaubt mir, ihr werdet richtig profitieren. Ich bedanke mich bei euch. Jazakumullahu khairan, möge Allah euch belohnen.
Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Und bitte vergesst nicht, sagt allen Brüdern und Schwestern Bescheid, damit sie an diesem Unterricht teilnehmen und die Seite, inshallah, oder den Unterricht täglich besuchen. Jazakumullahu khairan. Allah!